Hallo, meine lieben Gastronomen. Ich wollte schon immer, dass wir voneinander lernen können, wir Gastronomen. Und wo kann man das besser tun, als wenn man direkt in die Gastro reinläuft? Hier sind wir in meinem Restaurant im La Paz. Und ich werde reingehen und Dinge zeigen, die euch helfen können. Aber auch betriebsblind. Auch bei mir läuft nicht alles perfekt. Ja, wie gut, dass das hinten das Licht nicht brennt. Was kann man besser machen? Und warum fange ich in meinem Restaurant an? Weil ich nicht möchte, dass Leute sagen, der kommt, um uns schlecht zu machen. Leute, wir sind alles nur Menschen und überall gibt es Dinge, die man besser machen kann. Und auch bei mir. Und das soll euch motivieren, uns anzuschreiben und zu sagen, bitte komm auch zu mir. Denn dieses Video werden hoffentlich ganz viele sehen. Also es hat auch einen Werbeeffekt für euch, was wir auch wollen. Aber ihr sollt, wenn wir gehen, sagen können, okay, da packe ich jetzt an, das mache ich anders. Und vor allem den Multiplikationseffekt, dass andere das sehen und auch richtig machen, das ist doch geil. Ich habe mit meinen Mitarbeitern nicht geredet und habe gesagt, ich bereite euch bitte vor und hier und da, ich komme vorbei. Und hier wird es auch um Dinge gehen wie Lage, Möbel, draußen, Visibilität. Und dann gehen wir rein und arbeiten uns vor. Und ich bin selber gespannt, meine Mitarbeiter mit Sicherheit auch. Wir fangen an. Natürlich, was ist so wichtig in so einem Restaurant? Lage, Lage, Lage. Also hier zum Beispiel La Paz, guck mal hier. Also hier wohnen ganz viele Menschen. Dann ist hier ein Kreisverkehr, das heißt, hier bündelt sich alles. Penny, Bäcker, Restaurants, U-Bahn, Zebrastreifen, Zebrastreifen. Und dieser Laden steht quasi mittendrin, ebenerdig. Du gehst direkt in den Laden rein. Jede Stufe hoch oder runter kostet Geld. Das kann man sich auch immer wieder merken. Also wenn du dir eine Location anguckst, schau einfach, sind da viele Gastronomien? Wie liegt die Lage? Eine Ecklage ist immer gut, statt irgendwo nebeneinander zu sein, wie dort der Asiate. Guck mal, der Asiate, Obstladen. Da gehst du schneller unter, als in so einer Boom, Mittellage. Und so eine Mittellage tust du natürlich in Szene setzen mit Lichtern. Guck mal hier, wir haben überall Lichter. Du siehst es jetzt nicht, aber wir haben an drei Seiten unser Logo. Die Markisen leuchten abends. Wir haben vielleicht 40 Strahler eingebaut. Also das Ding sieht aus wie Amphitheater. Die Leute kommen hierher und machen vor dem Laden ein Foto, weil es so geil aussieht. Hier noch eine Werbeplattform. Das haben wir komplett gemietet. Das habe ich schon mal gesagt gehabt. Da war immer die Werbung von Gorilla und Flink und so drauf. Da hatte ich keinen Bock drauf und ich habe gesagt, komm, wir machen hier was Schönes. Kostet Geld, aber irgendwie habe ich keinen Bock auf andere Brands hier direkt neben der Terrasse. Kann man auch machen. Das mal so dazu. Und jetzt geht's weiter. Du kannst immer mit so geilen Stehtischen ein bisschen das Ganze edler machen. Kommt natürlich auf dein Konzept an. Imbiss würde ich das nicht machen, aber gehobenes Restaurant wie La Paz macht man das. Baba Windschutz. 1000 Leute wollten den bestellen. Ich habe gesagt, Leute, ich kann den euch nicht empfehlen, weil meine Qualität selber nicht gut ist. Jetzt habe ich aber einen Lieferanten. Also schreibt mir bitte eine DM auf Insta. Wenn du Interesse hast, dann vernetze ich euch mit dem Lieferanten aus Deutschland, der wirklich eine gute Qualität liefern kann. Hier müssen sie richtig vollballern mit Eis. Ware verkauft Ware. Das muss richtig voll und geil aussehen. Normalerweise steht hier eine große Pflanze. Haben sie nicht rausgeholt. Aber guck mal jetzt hier. Was für ein Gamechanger. Guck hier jetzt an. Wunderschöne Blumen. Da freut sich jede Frau drüber. Du siehst, es ist warm, aber wir haben trotzdem die Markisen auf und den Windschutz oben, weil das einfach Gemütlichkeit gibt. Ja? Du bist geschützt. Du hast so eine Sicherheit. Menschen mögen Höhlen. Überall, wo man sich so ein bisschen es zu ist, ist es immer besser. Deswegen macht die Markisen auch ruhig im Sommer auf, auch den Sonnenschutz, auch wenn keine Sonne da ist. Uff, hammergemütlich. Was bei so einem Restaurant problematisch ist, weil wir müssen Tische zweimal verkaufen, 18 Uhr, 20 Uhr. Das heißt, ihr müsst smart eure Reservierung planen. Bei den Stühlen steht man nicht so gerne auf, aber diese kommen tatsächlich aus der Türkei. Mit denen haben wir einen guten Fang gemacht. Die haben gekostet, glaube ich, 140 Euro. Gleiche, ähnliche Stühle hier hätten gekostet 350. Aber wir hatten leider nicht mit allem so viel Glück. Die Tische zum Beispiel, die gehen hier auf. Ihr seht das. Die Verschweißungen sind nicht so gut. Stört mich hier nicht. An den Tischen stört es mich massiv. Du kannst sparen, aber manchmal macht es einfach keinen Sinn. Diese Tische hätte ich lieber in Deutschland gekauft, hätte 100 Euro mehr bezahlt. Das kotzt mich an. Auch immer Schwierigkeiten, wackelnde Tische. Hier müssen sie noch mal ran. Dann noch mal eine geile Sache, Heizstrahler. Es gibt einmal die, die du anmachen kannst, dann sind sie immer auf volle Pulle. Und die kannst du mit Stufen regeln. Das heißt, du verbrauchst weniger Strom, wenn es einfach nicht so kalt ist. Und das ist auch noch mal wirklich gut.
Was macht das hier? Vergessen, ne? Passiert. Nicht schlimm, alles gut. Das sind immer Problemfelder, Hochtische, wackeln mehr. Müssen Sie auch noch mal ran. Hat, glaube ich, noch keiner benutzt. Stylo, aber bringt nichts. Bitte. Neue Preise. Gibt nichts Peinlicheres, wenn man das Ding vergisst. Und zu 90% werdet ihr mir recht geben, wird das Ding vergessen. Also grundsätzlich sage ich, die Terrasse okay, aber 70%. Die Tische sind nicht richtig ausbalanciert. Es kann symmetrischer sein. Hier, guck mal. Solche Sachen sind nie gut. Guck mal, kommst rein, kaputtes Licht. Schon mal scheiße. Ist jetzt kein K.O.-Kriterium, aber es sind Kleinigkeiten. Und hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit. Man glaubt es nicht, aber das Sehen ist. So, wir sind hier in einem Bereich vom La Paz und hier sehe ich schon die nächste Geschichte. Und zwar, guck mal hier, es brennt nichts. Die Standlichter brennen auch nicht. Ich weiß nicht warum. Hat einer wahrscheinlich vergessen. Also Licht ist mit das Wichtigste in der Gastro. Und wir haben hier, glaube ich, 6 Lichtströme, die manuell eingestellt werden. Ist schon mal gut. Das heißt, du kannst richtig Emotionen und nicht Emotionen, Ambiente rausholen. Wenn das dunkler wird, dann machst du den Laden schön gemütlich, dass man gerne drin sitzt. Und dafür brauchst du eben, dass du jeden Bereich einzeln steuern kannst. Aber wenn du das manuell machst, dann vergessen viele entweder, wie hier, das Licht überhaupt anzumachen oder es entsprechend, wenn es dunkler wird, draußen zu dimmen. Du kannst es hier sehen, weil hier brennt das Licht, aber ist viel stärker als das hier eingestellt. Also ich empfehle es eigentlich, es so zu machen, dass man da ein System hat. Die gibt es inzwischen so wie mit der Musik. Da hast du dann deine Musikrichtung und entsprechend der Tageszeit passt sich die Musik an. Und die Lichter, aber kostet alles Geld. Übrigens, 19% müssen bleiben. Hier, Gastro Flüsterer Plakate kannst du kostenfrei bestellen. Und abonnieren kostet in dem Fall nichts. Abonniert meinen Kanal, Leute. Denn diese Art von Content wird euch wirklich weiterbringen. Und empfiehlt es euren Kollegen. Abonnieren würde ich mich richtig freuen. Und schreibt gerne in die Kommentare, was bei euch der Dauerbrenner ist. Was euch immer ärgert. Würde mich auch mal interessieren. Noch ein wichtiger Aspekt. Die ganzen Tische, die du hier siehst, habe ich aus der Türkei kommen lassen. Alle schon im Müll, war nichts. Keine gute Qualität. Das hier vom Tischler machen lassen. Und auch hier ein ganz wichtiges Detail. Komm mal mit. Diese Tische, du siehst sie, die sind eigentlich von der Proportion nicht so richtig. Die sind lang und schmal. Die haben wir extra machen lassen, weil die Tapas hier nicht genug Platz hatten an den Standardtischen. Und es war nervig. Der Gast hat ständig irgendwie keinen Platz gehabt für sein Wein, für sein Glas. Auch das ist entscheidend wichtig, dass ihr guckt, hey, was ist mein Konzept, wie viele Teller sollen auf dem Tisch, reicht die Größe überhaupt? Und solche Dinge entscheidet man manchmal aus dem Bauch, während der Bauphase passt schon, aber dann ärgert sich irgendwie jeder Gast ständig wegen diesem zu kleinen Tisch. Guck mal, hier sind Kleinigkeiten, warum macht man das so? Sieht blöd aus. Zack, schön, hier. Licht brennt immer noch nicht. Das ist Mario. Ciao. Mario ist hier unser Feelgood-Manager und Sommelier. Also Mario hat, ja, vielleicht. Also Mario kennt sich brutal gut mit Weinen aus, hat unglaubliche Talente, mit Gästen zu sprechen. Mario ist eigentlich nur da, wir haben noch einen, ne? Der Willi, die nur in den Stoßzeiten da sind, um zu gucken, was braucht der Gast, was kann ich ihm empfehlen, welchen Weinrichtung, wo drückt der Schuh, also wirklich wohlfühlen. Wir sorgen dafür, dass das Erlebnis da ist, dass die Gäste glücklich sind, dass jeder Spaß hat, weil wenn es keinen Spaß macht, braucht man nicht hier zu sein. Machen die wenigsten, weil die sagen, es soll da noch einer sein, wegen den ganzen Kosten, aber es lohnt sich. Erlebnis. Die Leute haben wenig Zeit und die Leute, wenn sie sich wirklich Erlebnis, kostet ja Geld, dann wollen sie wirklich ein Erlebnis. Ansonsten können sie... Ja, Lieferung, Gebühren. Ja. Genau, Lieferung oder zu Hause essen. Und da sage ich, die Gastro spaltet sich, die Mitte bricht weg und entweder Gemeinversorger oder Erlebnis. Und das ist ein Aspekt, der ist sehr wichtig für das Erlebnis. Und jetzt räumst du gerade den Weinschrank. Ja, das ist auch das visuelle Erlebnis. Ja, wie kommt das, dass hinten das Licht nicht brennt? Weil die Einstellungen geändert sind, musst du mit dem Drehhebel machen. Deswegen genau. Immer gucken, dass das Licht überall gleichmäßig ist, dass es zur Stimmung passt. Und das siehst du jetzt hier. Die haben wir einbauen lassen, extra, um wirklich Ambiente reinzubringen. War auch der Fall. Aber nicht jeder hat das drauf und denkt dran, so wie jetzt das Licht hinten nicht brennt. Ne? Also auch das sind so Dinge, da muss man wirklich drauf achten. Personalgeschichten. Wir hatten gerade heute ein Meeting. Ich hätte es lieber, wenn es vorher schon weg ist. Leute, und hier nochmal, hätte ich nicht gedacht, hat aber richtig was ausgemacht. Das ist so ein Private Room, der war zu, die war auch zu und dahinter ist, wie ihr seht, die Küche. Die sah man vorher nicht. Und unser Küchenchef hat gesagt, ich möchte, dass man das sieht. Und ich habe gedacht, boah, Umbau kostet richtig Geld, macht so viel aus. Die Leute laufen draußen entlang und schauen in die Küche rein. Die Köche
fühlen sich viel wertgeschätzter, weil sie die Kommunikation zum Gast haben. Die Menschen sitzen hier und gucken in die Küche rein und statt am Handy zu sein, ist es eher ein Erlebnis, wie ein Fernseher. Das Handwerk ist sichtbar, das war richtig gut. Schaut euch das mal an. Hallo Jungs! Sergio ist der beste Küchenchef, den ich hatte bisher, was wirklich geiles Essen angeht. Sergio Ortega Rigot. Genau. Wo haben wir uns kennengelernt? Instagram, ne? In Instagram. Darfst du nicht unterschätzen. Ich habe meine Frau auch über Instagram kennengelernt. Mein Küchenchef Instagram, Frau Instagram, was will man mehr? Sergio, das aufzumachen war gut für uns, ne? Super. Können wir besser arbeiten, besser richten. Der Umbau hat sich echt gelohnt. Wenn ihr mal in Hamburg seid, Leute, kommt zu Sergio und probiert das Essen. Ein Erlebnis. Und der Kochjob ist hart, Sergio? Immer stressig, immer voll zu tun, immer viel zu tun. Aber macht Spaß auch. Machen zufrieden die Gäste, das macht uns richtig zufrieden. Jetzt kommen die Bons rein. Jetzt wird... Ein Bär. Nochmal so eine Stauecke. Einen Tisch haben sie hier reingebracht von der Terrasse. Taschen, Bio, Sonnenbrille und wir haben jetzt neue Hunde im La Paz. Also das Ding habe ich schon gesehen letzte Woche. Ich habe hier dran gegessen. Ich habe gesagt, bitte Leute, macht das weg. Steht immer noch hier mit den Taschen. Nicht gut. Werde ich jetzt alles sagen. Die werden wahrscheinlich sagen, der Chef schon wieder. Und guck mal, die Lampe ist krumm. Geht gar nicht. Guck dir das an. Übrigens, diese Tische, auch vom Ausland. Ich sag jetzt nicht Türkei, Italien, und scheißegal. Weil dann kommen die Türken und sagen, oh, du bist Türke, machst Türken schlecht. Nein, darum geht's gar nicht. Ich bin da für die Community, für die Gastronomie. Aber hier, keine guten Tische, werden alle ersetzt. Farbe geht ab, viel zu leicht, keine gute Qualität. Dadurch wackeln sie, wie ihr das Ganze sieht, auch nicht schön. Ganz wichtig sind solche Vorhänge. Hier kann ich euch nur empfehlen, den Schall schlucken die extrem und du hast nicht so einen Kopf, wenn du nach Hause kommst, weil überall laut war. Und das ist mein Dauerpatient. Guck mal hier. Die Stühle gefallen mir auch nicht wirklich, die werden auch ausgetauscht. Haben wir schnell gekauft, weil wir aufmachen mussten. Die Qualität ist, naja. Ist alles nicht ganz so schlimm, weil das ganze Spiel, gerade das Geschäft läuft draußen ab, weil wir 25 Grad haben. Deswegen sage ich nichts. Deswegen sind die Mitarbeiter auch ein bisschen entspannt. Aber wir gehen jetzt in die Küche. Jackie, unser Barchef. Ciao. Jackie, du hast immer schöne Hemden gehabt. Heute T-Shirt? Heute ist es ein bisschen zu warm, dachte etwas leger, es tut mir leid, aber okay, normalerweise alles mit Krawatte, mit... Ja, normalerweise, ne? Topmann, eine Maschine, hilfsbereit. Sehr guckt geil. Immer, wo kann er helfen und bringt echt eine super Stimmung ins Team. Und das ist wichtig, dass du Leute hast, die immer die Stimmung hochhalten. Ey, das muss ich zeigen. Eugen, vielen Dank. Ein Tischler hat uns das hier gebaut. Hier war so eine kleine Kommode. Das sah alles so billig aus und das haben wir bauen lassen. Also diese auf Maß gemachten Dinge, die kosten Geld. Guck dir das an. Das ist Handwerk. Richtig geil. Bringt eine Wertigkeit rein. Und der Gast, der reinkommt, der sieht die Qualität. Richtig geiles Material erkennst du, spürst du. Wertigkeit. Und dann ist der Gast auch bereit, mehr auszugeben. Und jetzt, Gigi Schimpf. Wir müssen uns an den Plan halten. Das ist Gigi. Zeig sie mal, ja. Komm, wir zeigen dir auch mal Henry hier. Henry ist unser Kameramann. Henry, heute erster Tag. Hoffentlich nicht der letzte. So, Amal, jetzt ist es los hier. Ich muss nach Hause gehen. Ich habe einen Termin. Ich muss joggen gehen, Chef, du weißt. Joggen, ganz wichtig für die Figur. Sonst ich sehe aus wie ein alter, fetter Mann. Ich werde die Donnerstag schon alt, weißt du. Ganz alter Mann. Drei vor der Haustür. Leute, ich muss euch was sagen, wir sind in der Spülküche und ich habe diesen Laden vor 26 Jahren übernommen. Da war die Spülküche meine Küche. Ich habe hier 15, 12 Jahre gekocht. Das ist kein Scheiß. Jeder fängt mal klein an. Unglaublich, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie wir hier so viel Essen rausgehauen haben. Wir haben dann einen Laden dazu gemietet, nebenan. Und da ist jetzt die richtige Küche drin. Aber vorher, Leute, Hinterhof, ne? Das Ding sauber halten ist super wichtig für die Nachbarn. Weil du weißt, wenn die Nachbarn mit dir Stress haben, Gastro oben, laut, fett, was weiß ich, und dann noch Hinterhof, sieht nicht gut aus, hast du Probleme, entweder schickst du Russenmafia hoch, Spaß, oder du musst gucken, dass man sich arrangiert und versteht. Ja? Und das ist wichtig, deswegen muss es hier ordentlich aussehen. Heute ist es gut, ist aber nicht immer so, also auch bitte darauf achten. Wenn du mit den Nachbarn Probleme hast, dann kommt jeden dritten Tag die Polizei und sagt Lautstärke. So, hallo Jungs, das ist die warme Küche, Leute. Das ist Lazaro. Jeder kennt Lazaro. Ich habe ihm immer gesagt, Lazaro, wenn du zum Friseur gehst, tu mir den Gefallen. Schneiden die Haare ab, nicht wegschmeißen, sammeln eine Tüte. Du weißt, irgendwann krieg ich eine Perücke mit deinen Haaren, weil das ist beste Qualität, Leute. Lazaro, Maschine. Was machst du hier? Ich glaube, das ist der... Hör mal hier, hä? Der ist Schwarzarbeiter.
Nein, der kommt einmal die Woche und hilft uns. Hi. Einer unserer ganz gut laufenden Produkte kaufen wir nicht fertig, sondern wird per Hand gerollt. Von diesem Meister. Guck mal, ich zeig dir was. Was ist das? Ein Eimer, der leer ist. Einfach ein Loch rein. Hier kommt die Rolle rein. Für schlechte Zeiten geht auch das, aber Hygiene muss eingehalten werden. Egal wie, oder? Ja. Hier ist unser Kühlraum. Ihr seht, wir haben hier 6 einzelne Kühlschränke. Auch relativ große. Kann man machen, aber es geht viel Ware kaputt, weil es hintereinander liegt, weil man es nicht sieht. Es ist unübersichtlich. Deswegen ist ein Kühlhaus immer besser. Aber was ich euch unbedingt zeigen möchte, ist, wir haben unter dem La Paz einen Weinkeller gemacht. Das wird gerade fertig gemacht. Da gehen wir jetzt mal kurz runter. Das Ding hier ist immer schön kühl im Sommer. Guckt euch das mal an. Das war hier eine Müllhalde. Jetzt kommen hier in den Raum kommen Weinregale rein. Und hier kommt ein Tisch hin für 6 Leute. Und die können hier Wein verkosten und können sich einen unvergesslichen Abend machen. So ein bisschen, ja, was soll ich sagen, so ein bisschen Mafia-Style, ne? So. Noch eine wichtige Geschichte für das Gesundheitsamt. Alles, was die Behörde braucht, am besten digitalisiert machen, bis auf der sicheren Seite. Wenn sie kommen, einmal im Monat, wenn du nicht so richtig auf den Punkt ablieferst, kommen sie immer öfter, dann hast du ein großes Problem. An solchen Dingen wirklich nicht sparen. Gerade was HACCP betrifft, da würde ich wirklich einen Fokus setzen, gucken, dass da alles sauber läuft. Aber am Ende ist das Essen, was wir hier rausgeben, landet im Magen der Gäste. Das ist ein ganz empfindliches Thema und damit muss man verantwortungsbewusst umgehen. Hier vielleicht nochmal zu den Dingern. Jeder Gast, der zu uns ins La Paz kommt, bekommt einen Welcome-Shot. Und wenn er zahlt, bekommt er einen Goodbye-Shot. Und das war wirklich ein Game-Changer, weil die Gäste sagen, cool, die sind hier so spendabel. Verzeiht dann auch mal hier und da. Die Mitarbeiter sind zufrieden, weil sie immer ein besseres Trinkgeld kriegen. Und du kannst das nochmal gut verbinden mit Google-Bewertungen. Ne? Wir haben hier vorgefertigte QR-Codes. Du musst das dem Gast so einfach wie möglich machen, hinhalten. Und wenn du noch ein Modell findest, wie du den Mitarbeiter belohnst, dann, sage ich dir, trudeln die Bewertungen ein. Und hier haben wir sowas auf einem starken Papier gedruckt, dass es ein bisschen wertig ist und super. Also zahlt sich extrem aus. So, also wir haben jetzt den Innenraum gesehen, außen die Küche. Wir haben auch gesehen, was nicht so richtig läuft, was man besser machen kann. Jetzt aber zu einer ganz empfindlichen Geschichte. Denn da gucken ganz viele Gäste und sagen, so wie das in den Toiletten aussieht, sieht es auch in der Küche aus. Wir schauen mal, worauf es ankommt. Und ich will euch ein paar Moves zeigen, die wirklich gut ankommen. Hier haben wir Duftspender, wir haben immer noch Desinfektionsmittel, gerade in den Toilettenbereichen, ist auch eine gute Geschichte. Und, was ich euch zeigen will, ganz kurz, wir haben normalerweise hier Duftspray, dann haben wir Haargel, nochmal irgendwie so ein Haargel, aber Deo ist weg, das müssen Sie auffüllen. Das sind immer so Sachen, die sind gut. Dann hier eine Checkliste, was nicht richtig mit Datum versehen ist, das muss auch gemacht werden. Also, es ist super geil, wenn man selbst mal wirklich durchgeht. Man sieht so viele Dinge. Wenn ich normal herkomme, mit Freunden was esse oder mit Mitarbeitern rede, dann sehe ich viele Dinge nicht. Aber jetzt mit dieser Brille sollte jeder Gastronom durch den Laden gehen. Mindestens einmal im Monat. Ärgern mich die Punkte? Ja. Sind sie in der Gastronomie normal? Wenn man ganz penibel ist? Nein. Wenn man ein bisschen Auge zuträgt, hast du überall hier und da was. Aber im Grunde genommen weiß ich, dass der Service relativ gut ist bei uns. Weil wir regelmäßig Trainings machen, dass die Küche wirklich on point ist. Manchmal muss man gewisse Dinge auch manchmal nicht hingucken. Und wenn die Zeit dann passend ist, im Meeting dann einfach dazu was sagen und die Menschen und die Mitarbeiter freundlich daran erinnern, dass wir da nochmal einen Fokus setzen sollten. 18 Uhr. Ich guck mal, wie viele Reservierungen wir haben. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Move. Ich habe jetzt nämlich ein digitales Reservierungssystem und heute mit 65 Reservierungen ist ein schwacher Tag, Dienstag. Zu digitalen Produkten kann ich nur sagen, es gibt inzwischen Kassen, die kannst du mit deinen Personalstunden vernetzen. Also du hast eine Software für die Erfassung der Personalstunden mit deiner Kasse. Das heißt, du hast KPIs, Werte, sind wir gut im Personaleinsatz. Und das kannst du auch mit deinem Wareneinsatz machen. Also Digitales in der Gastronomie ist Pflicht. Damit würde ich mich auf jeden Fall auseinandersetzen. Nicht alles brauchst du, aber so ein digitales Onboarding oder Lehrmaterial, was du nicht immer wiederholen solltest, kannst du locker mit solchen Filmchen machen. Auch bei den Dingen wie Kleider, Privatsachen dürfen nicht rumliegen. Dazu würde ich jetzt ein Video drehen. Und da muss ich es nicht immer wiederholen, sondern das ist geil. Das ist Zeitersparnis und dann kannst du auch skalieren, dann kannst du wachsen. Und jetzt kommt das Wichtigste, hast du Bock, dass wir auch dich besuchen, dein Laden, ja, so ein bisschen ins
inspizieren, mit dir reden und gucken, wo kann man sich gegenseitig Ideen geben oder Optimierungen vornehmen, dann melde dich bei uns über Insta, DM oder schreib uns hier in den Kommentaren. Ich freue mich riesig. Und nächste Woche kommt der nächste Vlog und mal gucken, wen wir besuchen werden. In Deutschland. Ciao.